Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Nachdem wir letzte Folge so krass, easy, GT besiegt haben, guckt euch lieber an, haben wir diesmal wieder ein Heldenkolosseum, denn ich habe ordentlich TP-Medaillen bekommen. Und ich dachte mir, komm, wir versuchen jetzt mal hier blöde Kapseln 3 und 2. Verwende eine Kapselmaschine einmal, um eine Figur zu gewinnen. 20. Okay, wir gehen mal rein. Vielleicht ziehen wir was Geiles. Oh, Gold. Wir haben Vegeto Ultra Rare gezogen. Wir gehen nochmal rein. Vegeto Ultra Rare? Nochmal Gold? S-Rare, der juckt mich nicht. Ich habe einen Ultra Rare Vegeto gezogen? Ernsthaft, Bruder? S-Rare, ein GT-Goku. Ich glaube, einmal kann ich noch. Whiz, S-Rare. Okay, krass. Aber Vegeto ist der Oberhammer, Leute. Müsst ihr das Deck bearbeiten. Deck 1, Deck 2. Ich habe es so bunt durchgemischt. Ich glaube, hier sollten wir auf jeden Fall was bearbeiten. Wir haben ja hier verschiedenste Charaktere. Ey, ich muss den Ultra Rare mitnehmen. Ich glaube, das ist unser erster Ultra Rare, oder? Jo, wir hatten noch nie einen Ultra Rare. Oh mein Gott. Kann man den nicht irgendwie stärker machen? Fertigkeiten ausrüsten? Haben wir Fertigkeiten? Ne, haben wir nicht. Kann man den nicht irgendwie aufleveln? Figuren? Anpassen? Genau, Figuren Upgrade? Einmal kann ich. Instant stärker. Yeah. Okay, und ich habe einen Vegeta Normal vorgezogen. Okay, lass mal reingehen. Wir gehen mal rein. Story, Kämpfe. Tritt im freien Kämpfen und Online-Kämpfen an. Hat er die Story letztens gespielt? Weiß ich gar nicht. Nächste Story. Storyliste. Und die nächste Story wäre dann... okay. Ja, dann spielen wir weiter die Story. Wir haben jetzt einen Ultra-Rare-Vegeto, Leute. Ich freue mich den Arsch weg. What the fuck? Das ist wie eine Secret-Rare zu ziehen im Dragon Ball Supercard-Game. Oh nein, Story angucken wollte ich mir jetzt nicht. Meister Level 9 bin ich. Piccolo Level 8. Okay. Wir haben den S-Rare. Ultra-Rare? Ne, Ultra-Rare. Ich kann es immer nicht glauben. Unser erster und einzige Ultra-Rare. Ey, das Spiel schon einmal gespielt, ne? Wer möchte die Position verfehlen? Wie geht da zuerst? Erstmal alle Fähigkeiten durch. Ja, ja. So. Okay. Ich würde sagen, instant rein mit Vegito. Hier. Dann. Mit denen hier rein. Jiren? In der Mitte haben wir jetzt halt einen Nachteil. Vegito kann durch. Vegito kann jetzt einfach durchklatschen. Lass uns mal eine Genki-Dama sammeln. Brauchen wir eine hohe Kraft. 240 reicht. Perfekt. Greif als erster an. Höhere Kampfkraft. Wir gehen rein. Vegito, yeah, haut Piccolo direkt aufs Maul. Richtig geil. Richtig geil. Direkt die Lebenspunkte angriffen. Ich greife deine Lebenspunkte direkt an. Okay, auch nicht schlecht. Oh Gott. Nein, verdrückt. Ich kann das nicht. Okay, er greift jetzt noch an. Jetzt nicht so viel Schaden. Den habe ich easy bekommen. Könnte mehr Schaden sein, ne? Jetzt greift der Gegner an, ne? Schaden macht er denn so? Wow, okay, der macht viel mehr Schaden. Die machen viel mehr Schaden. Unser... Oh Gott, er ist down. Uff. Okay, das ist krass.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte es echt nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht, ne? Einfach unser Majin Buu down. Aber ja, okay, er hat von 2 aufs Maul bekommen, ne? Er hat von 2 aufs Maul bekommen. Es tut halt schon weh. Vegito, du bist unser neuer Empower. Aber er ist halt nicht so hoch gelevelt, leider, ne? Das ist das Problem. Er ist nicht so hoch gelevelt. Der Kleine. Down? Nee. Jemand den Down im Vegeta? Der Vegeta müsste echt weg. Hat's ja geheißen auch. Juh, Vegeta ist weg. Wichtig. Wichtig. Auch Down, oder? Juh. 2 Down. Wichtig, wichtig. Okay, dann überspringen wir die Gegnerangriffe wieder. Wichtig. 2 Figuren gelöscht. Ultimativer Angriff bereit bei Piccolo. Das ist schlecht. Muss so lassen, ne? Muss so lassen. Muss ich machen. Aber es ist schlecht, dass er einen ultimativen Angriff ready hat. Ah, er hat ihn verdrückt! Ich habe ihn verdrückt, das ist schlecht. Wir springen mal die Gegnerangriffe. Dann gucken wir, was bei uns übrig bleibt. Nicht viel. Toll. Ey, die Story ist schwer. Ich hätte wahrscheinlich nicht die Story spielen sollen. So unvorbereitet, ungelevelt, wie wir sind. Ne? Ich habe natürlich auch Charaktere, die höher gelevelt sind. Aber schwierig. Das tat weh. Das tat weh. Oh, Chirin. Rein da. Mehr haben wir nicht. Das war's. Entweder hauen wir jetzt noch richtig hart rein, oder... Das war's. Ah, nee. Er hat einen Kämpfer mehr. Natürlich greift er zuerst an. Klarer Fall. Ist wir schon down? Nee, wir haben noch. Nee, er hat noch einen Angreifer. Und Chirin ist auch down! Goku ist der Letzte! Wir gehen ja direkt angreifen. Mit dem ultimativen Angriff direkt angreifen? Oder? Oh lol. Der war gut. Aber nur noch Goku. Ah, oh, das wird so knapp. Ach, schade. So knapp unter Anführungszeichen verloren. Warum unter Anführungszeichen? So knapp verloren. Schade. Schade, schade, Schokolade. So knapp verloren. Wir hätten es fast noch hinbekommen. Hätten es fast noch hinbekommen. Ah, schade. Aber ja, ich habe mir gedacht, dass die Story ziemlich schwer sein wird. Habe ich mir leider gedacht. Ja, die Story ist ziemlich hart. Aber hey, wir haben einen unglaublichen Vegito, ne? Ne, wir gehen zurück. Wir machen noch einen freien Kampf oder so. Freier Kampf hier, ja. Haben wir alle durch? Haben wir alle durch? Ah, stimmt, meine hier noch. Mr. Satan! Oh Gott, oh mein Gott, sind die alle hoch. Ich bin ja auch so stark. Also hochgelevelt wir halt nicht, ne? Vielleicht sollte ich doch das Deck anpassen, das zweite hier. Wir müssen halt ein bisschen mit Rares spielen, denke ich. Wir müssen ein bisschen mit Rares spielen. Wir müssen uns erstmal jetzt hochkämpfen wieder. Um Erfahrungspunkte-Chips zu sammeln. Aber ich bin sowas von happy mit meinem Vegito.
Einfach nur geil. Vegetto, Vegito, wie du es nennen willst. Einfach nur geil. Möge der Figurenkampf beginnen. Das ist doch cool, dass sowas in Xenoverse gibt, ne? Das ist einfach geil. Einfach geil. Wenn man mit Chito kämpfen ist. Sagt, lohnt es sich eigentlich mit Chito zu kämpfen? Frag ich. Weil er halt erst Level 2 ist. Ne? Ist das so, dass man zuerst eigentlich ein Team spielen sollte, was deutlich mehr Kampfkraft hat und dann erst Vegito? Ich bin es am Rumüberlegen. Ne? Der greift zuerst an, müssen wir da aufpassen. Wegen Folgeangriffe. Guter Schaden. Kein Folgeangriff. Goku gegen Gohan. Kein Folgeangriff. Haben wir hier einen Folgeangriff? Jo. Direkt auf die Lebenspunkte des Gegners von so einem Guten. Ja, gut, gut, gut. Okay, den Rest des Kampfes springen wir, dann Gina angreift. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir mal raus. Nehmen wir Vegito rein. Aus Prinzip! Gehen wir jetzt rein mit Vegito. Und nein, er muss gegen 2 kämpfen. Er ist an Level 2, nur er ist noch so klein. Er ist noch so klein, Leute. Da kommt er. Vegito! Aber so geil, ey. Leute, ich brauche unbedingt eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wie nice findet ihr das? Findet ihr das auch so geil, krass, dass ich den gezogen habe? Also ich bin auch immer aus dem Häuschen. Wie gesagt, ist wie eine Secret Rare Scene im Dragon Ball Super Card Game, ne? Aber das Dragon Ball Super Card Game kommt dieses Jahr ja auch noch am PC, ne? Da werden wir so hart reinsuchten, ne? Da werden wir so hart reinsuchten im Dragon Ball Super Card Game. Das wird gleich mein Kartenspiel des Jahres. Weil Pokémon mich leider sehr enttäuscht hat. Könnt ihr euch gerne angucken, das Video Pokémon Live TCG. Den haben wir auch gelöscht. Sehr gut. Gen hat einen ultimativen Angriff. Sollte ich diese Runde dann doch wieder eher Gohan reinnehmen? Besser wäre es wahrscheinlich. Besser wäre es mit Gohan, glaube ich. Na komm da, Gohan. Down, perfekt. Der muss jetzt down gehen. Der Goku, glaube ich, muss down gehen, weil das der ultimative Angreifer ist. Glaube, das war so. Also haben jetzt, glaube ich, den ultimativen Angriff verhindert. Auch down. Alles KO. Ja, ultimativer Angriff verhindert. Easy win. Ach, ging das nicht schon wieder? Ich weiß halt nicht. Hat das was gebracht, mit einem zu kämpfen? Also zwecks Level Up oder bringt das sowieso nichts? Das frage ich mich so nebenbei. Bringt es etwas? Bringt es etwas, mit jemandem zu kämpfen fürs Level? Oder ist es eh nur mit den den Chips, die wir hier bekommen? Und wenn jetzt der Piccolo besiegt ist, war es das ja, ne? Jo, Finisher. Ja. Ohne Figuren kannst du nicht kämpfen. Ohne Pokémon war es das. Klingt jetzt ein Level-Up? Ich weiß es echt gar nicht mehr. Figuren-EP, ja. Boost-Chip M. Kann ich jetzt mit diesem Boost-Chip M... Jo. Kann er 4 hochbringen. Yeah. Level 4. Yeah. Okay, geil. Limit Breaker gibt es ja auch noch, stimmt. Ach du Scheiße. Damit kann er nicht nur auf Level 60, sondern auf Level 99 kommen. Fähigkeiten gibt es ja nicht. Nee.
Und was war das Figuren kombinieren nochmal? Was ist, wenn ich den hier nehmen würde? Kombinieren drücken. Geht nicht. Wahrscheinlich muss das ein gewisses Level haben, damit man irgendwas kombinieren kann. Kann ich mir gut vorstellen. Aber okay. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet für die nächste Folge. Ich werde nächste Folge auf jeden Fall nochmal ins Heldenkolosseum gehen. Leute, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht Daumen nach oben. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren. Was sagt ihr zu meinem Vegetto? Ich finde es so geil. Ich muss nochmal angucken. Nein, ich wollte ihn angucken einfach nur. Ja, hier. Ah, Ultra Rare Vegetto, Leute. Geiler Scheiß. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bodefaust geht raus. Und ciao.